zu einer neuen Ausgabe von Pamucha, eurem Passauer Musikchannel. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Tja, auch an uns ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen, weswegen wir die heutige Folge ausnahmsweise aus dem Homeoffice senden und nicht wie sonst aus unserem heißgeliebten Studio. Aber davon lassen wir uns hier nicht die Stimmung verderben, im Gegenteil. Wir stellen euch heute wieder verschiedene Künstler aus Passau und Umgebung vor und lassen sie erzählen, wie sie als Musiker das letzte Jahr erlebt haben. Los geht es direkt mit einem Künstler aus eigenen Reihen. Wir sind sehr stolz, euch Magnus vorstellen zu dürfen. Magnus hat nämlich nicht nur das Intro für die heutige Pamucha-Folge komponiert, sondern auch für andere Spätschichtproduktionen, wie zum Beispiel den Movie Fight Club. Falls ihr gerade keine Ahnung habt, über was ich rede, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder auf unserer Homepage. Dort könnt ihr alle alten Sendungen und Beiträge finden. Nach dieser Folge versteht sich aber, denn dranbleiben lohnt sich. Jetzt gebe ich erstmal das Wort weiter an Aurelia, die Magnus interviewen durfte. Danke, Rebecca. Und ich begrüße jetzt unseren Gast, Magnus. Herzlich willkommen, Magnus. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Ich freue mich auch, da zu sein, auf jeden Fall. Wie machst du deine Musik? Kann man das definieren und auch irgendwie in eine Musikrichtung einordnen? Gute Frage. Einordnen, ich weiß nicht. Also, das ist vielleicht so die Klischee-Aussage, die man oft irgendwie hört, aber ich weiß ehrlich gesagt die meiste Zeit über überhaupt nicht, was ich mache. Da denkt man jetzt natürlich immer, oh, jemand, der Musik macht und das sagt, der redet doch nur so. Aber ich versuche schon anfangs so ein bisschen nach Struktur zu gehen, so natürlich die richtige Tonart und alles finden. Aber manchmal spiele ich auch Sachen, wo ich mir denke, oha, nice. Und dann im nächsten Schritt schaue ich ja, was war das eigentlich? Eigentlich ist das fast so ein bisschen so, vielleicht das Glück des Unwissenden, ich weiß es nicht. Es ist so ein Hype-Hype-Ding, Wissen mit einfach rumprobieren. Das ist sehr beeindruckend. Wie ist es denn für dich momentan? Und hättest jetzt du einen Lösungsansatz oder was würdest du tun, wenn du in dieser Lage wärst, um diese Krise so gut wie es geht zu bewältigen? Das Schlimme ist, ich fühle mich ja fast schon schlecht, wenn ich das eigentlich sage, aber mich hat das eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt in dem, was ich tue. Das ist halt vor allem auch dem geschuldet, dass ich nicht auftrete, noch nicht auftrete und dass ich ja jetzt auch irgendwie nicht diesen Zeitdruck habe, dass es halt nicht mein Hauptberuf ist, sage ich mal. Das ist ja immer noch nur so ein Nebenhobby. Und mir tut das wirklich einfach mega leid für die Leute, weil ich dachte mir, ich habe schon lange den Gedanken, so boah, wie geil wäre das, wenn man einfach so sagen könnte, boah, das ist Musik, das ist so das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, das ist das, was ich jeden Tag machen kann, wie geil wäre das zu sagen. Aber im Moment kann man sich halt eigentlich fast schon glücklich schätzen, wenn man das nicht sagen muss. Das ist halt irgendwie so eine Sache und ich finde das auch mega schlimm einfach für die Leute, weil das ist ja wie in jedem anderen Beruf. Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, bist du ja, sag ich mal, ein bisschen am Arsch, würde ich fast sagen. Aber ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht genau, was ich da für einen Tipp geben würde. Ich meine, ich finde das mega cool mit diesen ganzen Livestream-Sachen, wenn man irgendwie über YouTube sonst was so weiter mit den Fans connected und alles. Aber ich weiß natürlich, ich kann mich jetzt nicht reinversetzen, wie befriedigend das für einen wirklichen Künstler ist, der die ganze Zeit am Touren ist oder sonst was. Also ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt nicht rankommt an das Ganze. Von dem her, ja, so blöd es klingt, durchhalten und irgendwie weitermachen und schauen, dass man sich vielleicht anders ein bisschen was dazu verdient. Aber es ist wirklich schwierig. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich finde es genauso schrecklich. Vor allem Musik ist einfach so was Großes, was so viele Menschen erreicht und begeistert. Aber jetzt nochmal zu dir. Wie siehst du dich denn später in der Zukunft mal? Und welche Rolle nimmt dabei deine Musik ein? Tja, gute Frage. Also wenn Musik überhaupt irgendeine Rolle einnehmen würde, wäre ich eigentlich schon mehr als dankbar. Weil bei mir ist es irgendwie so, je älter ich geworden bin, desto mehr merke ich, dass ich einfach mega schnell an richtig vielen Sachen das Interesse verliere. So. Und Musik ist eigentlich so das Einzige, was ich angefangen habe, was ich bis jetzt noch intensiv mache, eigentlich fast täglich, sofern Zeit ist. Und von dem her,
Ich meine, klar, so diese Traumvorstellung, den Hit schreiben und ab dann nur noch jeden Tag Musik machen, das ist wahrscheinlich das, was fast jeder machen will, der Musik macht. Aber ich kann mir genauso gut auch einfach vorstellen, so jetzt, wo ich mich wirklich viel mit dem ganzen technischen Zeug auseinandersetze, vielleicht auch so als später mal als Produzent zu arbeiten. Aber vielleicht auch so, um das ein bisschen mit dem Studium zu verknüpfen, was ich jetzt im Moment mache. Also Medien und Kommunikation, damit das nicht völlig umsonst ist. Ich habe mich auch schon mal informiert, einfach so, zum Beispiel das Radio braucht ja auch solche Jingles und dieses ganze Zeug. Oder auch so ein bisschen in die Werbebranche, einfach da so das Musikalische mit einfließen lassen. Wenn das nicht werden sollte, Musikjournalismus, finde ich auch sehr nice. Ein bisschen Zeit bleibt zum Glück noch. Aber auch nicht mehr so viel. Da muss ich schon langsam mal was finden. Aber das wird schon irgendwie. Ja gut, ich hoffe, wir werden viel von dir noch hören. Warten uns, vielleicht bist du ja wieder mal in der Sendung dabei. Vielleicht wird ja irgendwann auch mal bald oder nicht so bald Musik veröffentlicht. Ich weiß noch nicht. Wir sind gespannt, wir freuen uns. Ich bin auch gespannt. Es weiß noch niemand, selbst ich selber weiß es nicht. Und jetzt geht's wieder zurück ins Studio zu Rebecca, die uns unseren weiteren Gast vorstellt. Hochzeiten, Abibälle und Volksfeste. Normalerweise sind solche Veranstaltungen das täglich Brot für Partybands wie unsere nächste Gruppe, Rotzfrech. Im vergangenen Jahr waren solche Auftritte leider nicht möglich, was an und für sich schon schlimm genug ist. Noch herausfordernder wird das Ganze allerdings dadurch, dass die Band 2020 ein neues Mitglied bekommen hat. Wie die Partyband das Auftrittsverbot erlebt hat, erfahrt ihr jetzt im Interview von Michaela mit der Rotzfrech Partyband. Danke, Rebecca, ganz genau. Heute sitze ich mit drei Fünfteln der Rotzfrech Partyband zusammen und gemeinsam werden wir das erstvergangene Jahr 2020 Revue passieren. So, herzlich willkommen. Servus. Wie sah das dann ganz spezifisch aus 2020 mit Corona? Weil ich nehme an, sowas wie Hochzeiten und Abschlussbälle gab es ja das Jahr dann nicht. Und wie habt ihr das auch mit den Bandproben zum Beispiel hinbekommen, wenn man sich zum Beispiel nicht treffen durfte? Also der Anfang von 2020 war ja noch relativ normal und es war eigentlich ja kaum absehbar, was da auf uns zukommt. Das heißt, Fasching haben wir quasi im normalen Durchlauf erlebt. Also die Festzeit ist quasi dann schon losgegangen, als halt dann plötzlich der Cut kam. Und in dieser Zeit fand dann tatsächlich auch gar nichts statt. Also weder Bandprobe noch Auftritte. Als dann eben diese, ich sage jetzt mal, die erste Welle vorbei war, wussten wir, dass es demnächst jetzt wieder mit Auftritten weitergeht und haben eben dann dementsprechend auch, ich sage jetzt mal, relativ kurzfristig Bandproben auch mit Ruben dann veranstaltet, damit das halt alles klappt. Und es hat tatsächlich sehr gut geklappt. Also die Auftritte sind halt dann wie vor Corona sehr erfolgreich verlaufen. Und von dem her kann man sich nicht beschweren eigentlich. Genau, es waren nur Hochzeiten, ganz klar. Und viele Paare, die die Hochzeit so im März, April, Mai geplant hatten, haben das dann zum Teil ein bisschen nach hinten verschoben. Somit haben wir dann im Oktober noch ein bisschen was gehabt. Und ja, eben auch im September. Und das hat uns allen gut getan, weil in erster Linie machen wir das ganze Jahr, weil wir es einfach toll finden, für andere Musik zu machen. Und dann war das schon eine sehr lange Durststrecke, dafür, Ja. dass wir es einfach ein bisschen anders gewohnt waren. Und deshalb, ja, war das ganz gut. Habt ihr dann auch sowas wie online irgendwas gemacht? Ja, also einen Versuch wäre es wert gewesen, aber es ist halt so, es ist halt für uns auch eine Riesenumstellung, dann plötzlich, ich nenne es jetzt mal ein Livestreaming zu veranstalten, da es ja eigentlich mehr etwa das Feeling von einem Studiomusiker hat, beziehungsweise einer festen Aufnahme. Ja, irgendwie hat sich es dann auch zeitlich nicht wirklich ergeben, dass wir es durchgeführt haben, weil es braucht ja auch einiges an Vorbereitung, sowohl aus technischer Sicht als auch als Ist Ablaufsicht, genau. organisatorischer Sicht. Ja, und das Gefühl ist einfach auch ganz anders. Also wir als Band leben schon sehr davon, dass wir mit unseren Brautpaaren, mit den Gästen der Brautpaaren oder allgemein mit dem Publikum einfach interagieren können. Und das fällt dann natürlich alles weg. Also die ganzen Emotionen. Na klar hat man dann auch trotzdem Spaß an der Musik und man ist
zu fünft oder vielleicht dann noch mit unserem Tontechniker oder sowas, wie auch immer. Aber so dieses wirkliche Live-Gefühl, wie der Georg schon gesagt hat, das ist überhaupt nicht gegeben. Deshalb haben wir uns gedacht, okay, dann nutzen wir die Zeit einfach, um wirklich zu üben. Vor allem, weil der Ruben ja neu dazugekommen ist und dann ist dies einfach im Fokus gestanden. Ist denn 2020 irgendwas Positives für euch passiert oder war das alles eher schlecht? Also was könnt ihr so draus entnehmen? Ruben! Ruben! Genau. Das muss er. Das muss er. Also als dann die ersten Auftritte wieder anstanden, die ersten Hochzeiten, waren wir uns nicht ganz sicher, wie die Leute wohl reagieren werden. Wie schaut es dann aus? Haben die alle eher Berührungsängste? Tanzen die Leute? Haben sie ja wirklich jetzt Lust zu feiern? Und da haben wir dann schon gemerkt, okay, die Leute sind trotzdem positiv eingestellt. Wir können auch zuversichtlich für die nächsten Auftritte sein, vor allem dann auch fürs neue Jahr. Und das, glaube ich, ist schon sehr positiv. Ja, das denke ich auch. Also grundsätzlich ist es natürlich ein nicht grundgutes Jahr gewesen. Es gab diverse Probleme, gerade für uns eben in der Sparte. Aber man möchte ja auch das Beste draus machen und vielleicht auch eher das Positive sich daraus ziehen. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen soweit. Habt ihr schon Pläne, was ihr da 2021 machen wollt? Also, wir freuen uns natürlich unbändig, wenn die Gesamtsituation für alle besser wird. Es ist ja, also klar trifft es uns hart, weil wir einfach so viel Spaß daran haben, Musik zu machen. Aber wir sind jetzt 4 Studenten und ein Schüler. Es ist jetzt für keinen so, dass wir sagen, okay, wir müssen davon leben. Deshalb hoffen wir natürlich für die ganzen Solokünstler und für die Selbstständigen, die wirklich da ihre Brot damit verdienen, dass für die in erster Linie wieder besser wird. Aber natürlich auch für uns selber. Es war natürlich gelogen, wenn wir sagen, wir hätten jetzt keinen Bock, dass wir auf die Bühne gingen. Ich glaube, so endlich wieder Musik machen für die Leute, das glaube ich ist so unser, ja, das, was uns am meisten so am Herzen liegt. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Zurück zu dir, Rebecca. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen war es uns leider nicht möglich, die Band bei einem ihrer Auftritte zu begleiten. Rotzfrech wollte uns trotzdem einen kleinen Geschmack darauf geben, auf was wir uns post-Corona freuen dürfen, weswegen sie uns einen exklusiven Einblick in eine ihrer Bandproben gewährt hat. Hier ist nun also Rotzfrech mit dem Schlagerhit »Er gehört zu mir« von Marianne Rosenberg. Viel Spaß! Von der Partymusik in ein komplett anderes Musikgenre, der Klassik. Ich durfte mich mit dem Musiker Patrick Wieder unterhalten. Der gebürtige Linzer spielt schon seit seinem 5. Lebensjahr Geige
und neben seinem Beruf als erster Geiger am Landestheater Niederbayern ist er auch noch passionierter Musiklehrer für Violine und Bratsche. Wie er als Berufsmusiker und Musiklehrer die Pandemie erlebt, erfahrt ihr jetzt. Wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt schon seit fast einem Jahr circa mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Sie als Musiker mit Blick auf Corona, wie haben Sie denn die letzten Monate wahrgenommen? Bei uns war es so, wir hatten am Theater Walküre-Probe, das war Mitte März. Und dann ging es schon rundum los, in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa. Und es hat sich ja täglich mit Lichtgeschwindigkeit verändert, jeden Tag im März. Und so haben wir tatsächlich am 18. März dann erfahren, wir spielen heute die Walküre-Generalprobe noch intern vor den eigenen Leuten. Und am 19. März war Lockdown in Deutschland. Und die Premiere, die einen Tag später gewesen wäre, fiel ins Wasser. Also wir haben wirklich bis am letzten Tag gearbeitet am Theater und dann war von einem Tag am anderen Tag Schluss. Als am Theater Schluss war, war ich zunächst total motiviert, weil ich konnte mich endlich künstlerischen Projekten widmen, für die ich sonst keine Zeit hatte. Also ich stand zu Hause wie ein Student ein paar Stunden pro Tag und habe geübt. Bach, Paganini, Tonleitern, all die großen Dinge, für die man sonst keine Zeit hat. Aber der Kontakt, dass man zu keinen Musikern Kontakt hat, das hat mir ungefähr nach 6 Wochen aufs Gemüt geschlagen. Also das hat wirklich in der Seele wehgetan, dass man nicht mehr mit und für Menschen Musik machen durfte. Das war die eine Sache. Das andere war das mit den Schülern, weil ich glaube, meine Unterrichtstätigkeit kostet mich mindestens genauso viel Zeit schon wie die Tätigkeit am Theater. Dann habe ich 2,5 Monate online unterrichtet. Volles Rohr, volle Länge, den gleichen Zeitplan. Und man hat natürlich als Privatlehrer zunächst die Befürchtung, es könnte ein Schüler ausscheren. Nee, ich habe 2 dazugekriegt. Also man konnte das wirklich viel besser umschiffen, als ich dachte. Und tatsächlich hat der Unterricht nicht darunter gelitten, sondern haben die Schüler davon profitiert, denn sie wurden alle selbstständiger. Diese Zeit der Pandemie, ich nenne es auch immer mal gerne Zeit der Entschleunigung, hatte das auch was Positives noch zusätzlich? Ja, ich hatte wieder sehr intensiv begonnen, Sport zu machen. Und habe sicher schon 10 Kilo abgenommen. Also wirklich, ja. Meiner Frau und mir schadet es auch nicht. Ich konnte mich im Haus um einige Dinge kümmern und ich habe auch endlich mein Klavier in mein Haus transportieren lassen und habe wieder sehr viel auch Klavier geübt in der Zeit. Wagen wir mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Sie als Musiker, was würden Sie sich denn, wenn dann mal alles vorbei ist, von Ihren Mitmenschen wünschen, aber auch von der Regierung? Und da können Sie jetzt gerne auswählen, ob Österreich oder Deutschland. Naja, von der Regierung würde ich mir für die Kulturschaffenden wünschen, die freischaffend sind, dass es weniger stiefmütterlich behandelt wird, dass die versprochenen Hilfen unbürokratischer und schneller ankommen. Da spreche ich jetzt nur vom Hörensagen, das kann ich im Detail nicht beurteilen. Von den Mitmenschen wünsche ich mir ein etwas verantwortungsbewussteres und weniger verschwörungsaffines Verhalten. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das Gespräch mit mir geführt haben. Ich hoffe für uns alle, dass das Ganze bald ein Ende hat, damit auch Sie wieder vor ausverkauften Ränken spielen können. Ja, danke. Wie so oft bei Künstlern lebt auch Patrick wieder seine Leidenschaft für die Musik gleich bei mehreren Projekten aus. So gestaltete er im Sommer 2018 als Teil des Kepler-Quartett aus Linz einen Abend zu Ehren Franz Schuberts. Unter anderem führte das talentierte Streichquartett dabei das Stück Der Tod und das Mädchen auf.
Wir wünschen nun viel Spaß bei einem kleinen Ausschnitt des ersten Satzes. Schon wieder von Pamucha. Nochmal ein großes Dankeschön an alle Musiker, die sich extra für uns Zeit genommen haben. Falls ihr noch mehr über unsere heutigen Gäste erfahren möchtet, schaut gerne unten in die Infobox rein. Dort verlinken wir euch alle Kontaktdaten zu allen unseren Musikern. Folgt uns auch gerne auf Facebook, Instagram und seit neuestem TikTok, um immer up to date zu sein und spannende Einblicke hinter die Kulissen von Spätschicht TV zu bekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat dieses Corona-Spezial gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.